So, dann gleich mal hier rein. Travel. Wir würden gerne hier The Lost Bastille. Da haben wir schon zwei. Wie jetzt? Der weiter hinterliegende Sprungpunkt ist vorne in der Liste? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier reingekommen sind. Und dann haben wir uns durchgekämpft, bis wir irgendwann hinten den Schmied gefunden haben. Und jetzt ist der Wegpunkt hinten vorne. Komisch. Gucken wir einfach mal. Das einfach hinspringen und hoffen, dass es richtig ist. Wäre ja alles nicht so schlimm, wenn man jederzeit überall hin zurückgehen könnte. Aber es gibt ja so ein paar Stellen wie hier zum Beispiel, wo man nicht einfach zurücklaufen kann. Oh, warte mal, genau hier war schon die Stelle, ne? Ich glaube, hier bin ich dann in das Fenster rein. Weil mich da irgendjemand angegrinst hatte. Genau du! Bam. So, und weg. Ich will gar nichts sonst mehr machen. Ich will auch nicht hier rein. Ich will nicht die Hunde anschießen. Ich will Loot. Pick up. Large Titanite Shard. Oh, da ist eine Kiste. Ah, also in dem Raum, wo die Hunde sind und man dieses Fass runterkicken konnte und so weiter, da muss noch ein Ausgang gewesen sein, den ich verpasst habe. Nämlich hier. Und ich höre Hunde. Ja gut, die Tür ist zu. Schlüssel voraus. Mal gucken. Pick up. Antiquated Key. Und ein Silver Serpent Ring. Gucken wir uns doch beides mal an. Den kennen wir doch. Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Wir kennen aus Dark Souls 1 eine goldene Variante davon. Gier wird normalerweise als Sünde angesehen. Ne, weiß ist nicht wirklich Sünde, aber es ist sowas in der Richtung. Aber nur ein Trottel lässt sich eine gute Gelegenheit aus den eine gute Gelegenheit gehen. Das ist ein sehr schöner Spruch. Aber ich... wollen wir den anlegen? Ich glaube, ich nehme den Ring mal... Was? Was habe ich gerade gemacht? Nichts, okay. Dich. Achso, ich bin gar nicht im Anlegeding, ich bin in dem Ding, okay. Du nimm den da bitte hin. Ich habe jetzt den Covenant-Ring abgelegt. Das heißt, wenn wir angegriffen werden sollten von einem anderen Spieler, bekommen wir keine Hilfe. Was gerade als Magier garstig sein könnte, weil sobald ein Nahkämpfer an uns rankommt, kann ich glaube ich gar nichts machen. Aber den gucken wir einfach mal. So, hier höre ich wieder Hunde, hier geht es nicht weiter, da geht es nicht weiter, okay. Also Tür auf und weg. Hallo. Könnte ich irgendein Fass anschießen, das wäre super. Au. Aber der macht dann auch Blutung oder so ein Gedöns, so. Jo. Du. Weg. Trinken. Okay. Und eine Human Effigy. Als Standard-Loot? Ah, das ist schick. Das merke ich mir mal. Vor allem, falls wir später wirklich den goldenen Ring auch noch finden. Und wir irgendwann mal Effigies brauchen. Dass wir dann einfach Hunde jagen gehen. Okay. Also hoch, 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 hoch. Jetzt sind wir... Ah. Hey, du nicht. Nicht so. Ah. Au. Ja. Okay, weg hier. Ich habe eine super Idee. Du gehst hier hin, folgst uns und wir treten gleich das Fass wieder runter. Fass runter. Bist nicht tot? Du bist garstig. Einfach nur garstig. Und hast kein Loot gebracht. Okay. Da war die Tür mit dem Ding. Okay, wieder raus. Dum, 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 dum. So. Das war das eine, was wir machen wollten. Das nächste ist da. Die Tür.
Da hatten wir von hinten durchs Fenster den einen angeschossen. Das heißt, ich räume jetzt wieder hier hinten zuerst auf. Also den Typen, das ist ja glaube ich noch ein Hund gewesen. Oder sogar zwei. Ich glaube zwei, ja. Einer hier vorne bei dem Ding. Oh, musst du nicht mehr targeten, sehr schön. Könntest du, ja. Also du musst noch weg. Es sind sogar drei. Yeah. Ich hätte gerne noch ein paar Pfeile, wenn ich da oben ankomme. So, du musst weg. Du komischer, buckliger Glöckner kannst, glaube ich, da bleiben. Du Akkus nämlich nicht. Oh, oh. Oh, oh. Und zack. So. Also, den Glöckner da können wir in Ruhe lassen. Ich will nur dahin, wo der Hund hier eben stand. Von da aus, Pyupyun. Hier. Und ich stelle mich am besten so hin, dass ich nicht aus Versehen runterfallen kann, weil eine Wand im Weg ist. So, einer von denen ist kaputt. Der andere steht da oben. Kann ich dich da targeten? Nein. Kann ich da... Oh, warte mal. Hier kann ich runterfallen, wenn ich zu weit nach vorne gehe. Also hier. So. Gucken wir mal. Das war knapp. Das war völlig daneben. Kommst du jetzt zum Fenster gelaufen? Das wäre echt super entgegenkommend. Nee. Er ist aber nur weg. Okay, wir konnten schon mal einen aus der Gleichung rausnehmen. Das ist gut. Weil das ist da mir viel zu eng und auf engen Raum gegen komische gepanzerte Skelette mit zwei Händen zu kämpfen, ist für einen Zauberer, glaube ich, nicht so eine super Idee. Hier noch irgendwas Lootartiges. Steht hier. Vorsicht vor dem Trio. Drei also. Nee. Einer tot, zwei noch da. Gucken, ob ich die hier rauslocken kann. Kuckuck. Oh, da kommt was. Ich wechsle mal dezent meinen Zauber. Könntest du bitte Kamera... Ach du Kacke. Lalala. Guck. Ich lauf, kann die Tür wieder zumachen. Okay, ich versuch's gleich nochmal. Oh, die... Bleiben da stecken, sehr gut. Ja. Ein paar Zauber verballert, aber das war's auf jeden Fall wert. Ich höre noch mehr Geklapper. Bah! Mehr Geklapper. Wenigstens kündigen die Jungs sich an, das ist schon mal sehr nett. Ja. Durchatmen, okay. Kein Geklapper. Dafür Loot. Life Gem, sehr gut. Der Nebel sah so ein bisschen aus wie der Verfluchennebel von diesen Glubsch-Augenviechern in Dark Souls 1. Die waren auch nervig. Was haben wir hier? Ja, Vorsicht vor der Tür. Tod voraus. Danke. Da geht es nämlich einfach nur runter. Und an dem Blutfleck hier kann man sehen, dass ein paar Leute da schon einfach so runtergepurzelt sind. Ganz viele Blutflecken. Noch eine Human Effigy. Woran seid ihr gestorben? Du hast nackt mit einem Streitkolben gekämpft. Okay. Habe ich schon öfters gesehen, also recht leicht bekleidete Damen und Herren. Ich weiß nicht warum. Also wenn es wegen Belastung ist. Stoffsachen haben nicht so viel Belastung. Also ich wüsste nicht, inwiefern jetzt eine ganz, ganz leichte Robe schlimmer ist als total Nakidai. Mhm. So wie ich das jetzt verstanden habe, gab es... Also ja, Belastung beeinflusst ganz leicht die Stamina. Also nicht ganz leicht. Also die Belastung beeinflusst die Stamina-Regeneration. Und zwar jeder einzelne Punkt Belastung beeinflusst die Stamina-Regeneration. Das heißt, ja, wenn man total nackig ist, hat man eine bessere Stamina-Regeneration als mit einem Punkt Belastung. Aber jetzt komm schon. Der eine Punkt, deswegen läuft man noch nicht nackig rum. Weiß ja nicht. Bisschen Stil muss man schon haben. Außerdem ist es sehr unpraktisch, nackt rumzulaufen. Gut. Eine Nebelwand. Uah.
Hallo? Ich gehe mal ganz langsam rückwärts, damit ich mehr zaubern kann. Sollte reichen. Das sind komische Jungs. Du als nächstes. So. Bist du bereit? Are you ready? Nee. Also, es hört sich an, als wenn hier gleich ein Boss kommen würde. Talana wird wieder transdimensional gewarnt vor Dingen. Was ja nett ist. Das ist dasselbe Ding. Kann man alle nicht aufmachen? Oh, hier ist was. Radiant Life Gem. Gut. So. Royal Swordsman Glove. Und hallo du. Wie kommen wir denn zu euch? Das sieht nach einer Abkürzung aus. Wahrscheinlich, wenn ich oben einen anderen Weg gewählt hätte, wäre ich hier gelandet. Kann ich dich hauen? Nö. Kann ich durch Gitter durchzaubern? Wahrscheinlich auch nicht, ja. Naja, lass dich lieber. Also, Boss. Ich glaube, ich benutze dann doch mal so ein Ding. Und noch so ein Ding. Dann habe ich jetzt wieder volle Zauber. Okay, Flasche parat. Oh, die wurden auch aufgeladen. Sehr gut. Also, schwerer Zauber bereit. Gucken wir. Hallo. Oh. Das war, glaube ich, nicht gut. Nee, das war nicht gut. Au. Okay, die Jungs werde ich erst später machen. Ich werde jetzt sterben, elendig. Das sind nämlich zu viele, die machen zu viele Schaden. Und sie verstecken sich hinter Säulen, die Saftsäcke. Au. Und Schild auch noch nicht kommen. Was? Ich wollte gerade sagen, hey, wo ist denn der hin? Nee, okay. Die Richtung müssen wir erstmal hier weglassen. Also hier geht es erstmal für uns nicht weiter. Klar, wenn ich jetzt oben nicht so doof runtergerollt wäre, hätte ich den einen oben alleine töten können. Problem ist nur, da ist nicht so viel Platz. Wenn man ein Schildkämpfer ist, ist das kein Problem. Dann stellt man sich an den Typen ran, so wie an den Typen hier, Schild hoch, tänzelt immer im Kreis drumrum und haut dann ab und zu drauf. Das ist völlig okay. Aber ne, ich muss hier rumwuseln und springen und dann irgendwann weit genug weg sein, um zaubern zu können. Und auf einer kleinen Plattform kann man nicht weit genug weg sein. Also das könnte problematisch werden. Das heißt, die Richtung lasse ich erstmal weg. Ich sollte mich trotzdem aber noch zu Ende hier in der Gegend umgucken, weil wir haben gesehen, es gab da bei dem einen Raum. Kann man hier nicht irgendwie abkürzen? Es gab bei dem einen Raum, wo die ganzen Skelette sind. Hier kann man abkürzen, ja. Oh, hallo? Wo willst du hin? Wo die ganzen Skelette sind, muss es noch eine andere Abzweigung geben, denn sonst wäre da. Sonst wäre da nicht dieser komische Schalter gewesen auf der anderen Seite. So, weg mit dir. Ah, meine Seelen bräuchte ich eigentlich auch noch wieder. Haken bei Dark Souls 2. Dark Souls 2 ist nicht nett, was Seelenhaufen angeht. In Dark Souls 1 lag der Seelenhaufen teilweise vor den Türen, oder? Oder vertausche ich das gerade? Müssen wir gleich mal gucken. Genau, hier waren gleich die. Oh. Ja. Hier waren gleich die Ritter. Das. Quietsch. Knatsch, 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 knatsch. Roll dich. So, du bist kaputt. Ich bin mir bewusst, dass ich die guten Sauer benutze. Die verbrate ich jetzt ruhig, weil ich weiß, dass ich den Boss nicht machen werde erstmal. Weg, du weg. Zauber wechseln. Zwei Dinge will ich jetzt tun. Ich will den Schalter finden, um die
Hallo? Ich will den Schalter finden, um die Tür zu öffnen, um schneller zum Boss zu kommen. Und ich will gucken, ob mein Seelenhaufen vor der Bosstür liegt oder ob der drinnen ist. Also welches der beiden Spiele jetzt gemeiner war, was das angeht. Hier könnte das gewesen sein. Oh, oh. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Ganz, ganz cool, ganz cool. Weg, weg. Lass die anderen nicht an dir vorbei. Ja, ja, töten. Okay. 2500 Seelen haben wir jetzt auch schon wieder zusammen. So, und da sind jetzt die zwei Jungs, die vorhin so komisch uns angestarrt haben. Das heißt, ich gehe jetzt wieder runter, weil ich die zwei Jungs wieder von hinten anpoken will. Hier. Da war die tödliche Tür, ne? Ja, tödliche Tür. Gut. Hier hoch, dann die zwei Jungs wegblasen. Nee. Das, ja, das war jetzt ein bisschen doof. Ich dachte mir, okay, jetzt blaste ich die zwei Jungs weg und dann mache ich die Tür auf. Aber um die Tür aufzumachen, muss ich wieder nach hinten laufen. Also muss ich gleich wieder zurück. Das ist ärgerlich, aber na gut. Weg, weg, weg. Man kann nicht alles haben. Weg, weg, weg. Und der Seelenhaufen ist nicht draußen. Das heißt, der Seelenhaufen ist drin beim Boss. Achso, das ist die Leiter. Theoretisch könnte ich in den Bossraum und im Bossraum versuchen, einen Heimkehrknochen zu benutzen. Habe ich nicht in der Hotleiste, warte mal. Dun, 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 dun. Heimkehrknochen. Die sind ganz schön flink, diese drei Statuen-Ritter-Dinger da. Machen richtig gut Schaden. Wobei sie erstmal runterfallen müssen. Also der eine ist ja auf der Plattform, auf der man selber ankommt. Und die anderen beiden scheinen ebenfalls auf ähnlichen Plattformen zu sein. Was man bestimmt auch ausnutzen könnte, wenn ich den Boss jetzt wirklich angehen wollen würde. Was man auch bestimmt kann. Ich sag jetzt nicht, dass man den nicht schaffen kann in diesem Zeitpunkt oder so. Ich sag nur, dass ich darauf jetzt keinen Nerv habe. Das heißt, ich könnte jetzt auch eine Human Effigy benutzen und einen NPC herbeiholen oder Spieler oder was weiß ich. Aber ich wollte versuchen, erstmal möglichst viel alleine zu machen. Und wir haben noch ein ganz anderes Gebiet, was wir uns angucken können. Also ist alles kein Problem. Und dann werden wir stärker und dann können wir das hier später einfacher machen. Also der Plan wäre jetzt, ich laufe rein, ich roll sofort von der Plattform runter, lauf zu meinem Seelenhaufen, sammle meinen Seelenhaufen ein und benutze dann, wenn die Situation gut ist, also ich hinter irgendeiner Säule stehe und die Gegner ein bisschen weiter weg, benutze ich den Homeward Bone, den Heimkehrknochen. Okay, das probiere ich jetzt einmal. Wenn ich dann da drin sterbe, sind die Seelen halt weg. Ist halt so.